Die Schwangerschaft führt zu mehr Zahnfleischbluten. Mein Name ist Stefan Fickel, ich bin Zahnarzt und Wissenschaftler, ich bin Professor an der Universität in Würzburg und ich halte viele Vorträge und denke mir jedes Mal, die ganzen Sachen, die wären doch viel wichtiger, dass der Patient die erfährt. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, Auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Und genau dieses Wissen möchte ich mit Ihnen teilen. Ja, Schwangerschaft und Zahngesundheit, hat das was damit zu tun? Oder prinzipiell haben die Hormone einen Einfluss auf das Zahnfleisch und die Zahngesundheit? Nun, es gibt da zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich die Schwangerschaft. Das heißt, also wir haben da wirklich einen Hormonüberschuss. Die Schwangerschaft führt zu mehr Zahnfleischbluten. Es ist aber interessanterweise meistens unproblematisch. Wir wissen, das sind meist nur oberflächliche Zahnfleischentzündungen. Also wir würden eigentlich Schwangeren empfehlen, eher in der Frühphase der Schwangerschaft vielleicht nochmal 1-2 Zahnreinigungstermine extra zu machen, weil man in der Zeit vielleicht auch besser liegen kann noch auf dem Zahnarztstuhl, damit man wirklich diese oberflächliche Zahnfleischentzündung nicht zu stark aufflammen lässt. Wenn jetzt das Kind auf der Welt ist, dann, klar, hat man natürlich viele Gedanken, gar nicht so sehr um die Zähne. Die ersten Zähne kommen vielleicht so mit dem 6., 7. Lebensmonat. Und dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, was soll man machen? Meine Empfehlung, folgen Sie den Empfehlungen des Kinderarztes in den ersten 6 Lebensmonaten, Einnahme von Fluorid-Tabletten, ja, und Vitamin-D-Tabletten. Und sobald die ersten Zähne da sind, putzen Sie die Zähne mit einer fluoridhaltigen Zahncreme. Aufpassen auf die Fluoridmenge. Es darf nicht zu viel Fluorid sein, aber es darf eben auch nicht zu wenig sein. Man sagt heute 1000 ppm Fluorid in einer Kinderzahnpasta und dann fahren Sie eigentlich ganz gut. Finden Sie in der Regel in den Apotheken und in den Drogerien hinsichtlich Kinderzahnpasta. Ja, jetzt würde man vielleicht sagen, mein Gott, diesen Aufwand dafür, die Milchzähne, die fallen doch eh bald raus, oder? Soll man nicht sagen, komm, die brauchen wir gar nicht gut pflegen. Wir passen dann aber bei den bleibenden Zähnen auf. Nur man weiß, wenn Milchzähne Karies haben, dass die Kariesanfälligkeit von bleibenden Zähnen auch höher ist. Also würde man schon sagen, es ist ganz wichtig, die Milchzähne zu pflegen, aus zwei Gründen. Erstens, weil natürlich ein Kind das deutlich besser aufnimmt und sagen wir, deutlich mehr verinnerlicht, die Hygiene. Aber auch aus einer zweiten Sicht, Milchzähne sind extrem wichtig, weil sie eine Platzhalterfunktion haben. Also die halten den Platz frei für den bleibenden Zahn. Und ein dritter Punkt, der ist fast der entscheidende. Machen Sie mal eine wirklich schwierige Behandlung bei einem Kind. Extrem schwierig. Man setzt vielleicht sogar wirklich eine Zahnarztangst in dieser Frühphase. Also ich würde immer versuchen, die Milchzähne so gut wie möglich präventiv und prophylaktisch zur Behandlung, dass so wenig wie möglich zahnärztliche Behandlung nötig wird.